Ich hatte den großen Wunsch, mich selbstständig zu machen. Wir sind immer in der Qualität, sind wir ganz weit vorne. Wir haben wirklich hochwertige eigene Qualitätssicherungssysteme, die uns wirklich da auch ermöglichen, Top-Qualität zu liefern. BIGAT steht für Termintreue, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Also kompetent, leistungsstark und familienfreundlich. Gemeinschaftlich, dynamisch und fortschrittlich. Heimatnah, zukunftsfähig, sicherer Arbeitsplatz. Kurze Wege, tolles Team und natürlich die beste Werkstatt. Fortschritt, Zukunft, Ausbildung. Gemeinsam weiter stark. Großfamilie, Flexibilität und Vertrauen. Zuverlässig, innovativ und solide. Alles ist möglich. Mich macht BIGAT Bau besonders, dass es trotz der Größe doch noch ein familiärer Betrieb geblieben ist. Von oben der größte Chef und der kleinste Mann im Graben. Es gibt immer noch, sage ich mal, eine Verbindung und das ist toll, dass wir nicht nur in der Nummer sind und dass das nicht abreißt. Obwohl ich im Ruhestand bin, habe ich immer engen Kontakt gehalten. Mit Freude und Stolz kann ich mich immer wieder von der erfolgreichen Entwicklung der BIGAT Bau Unternehmensgruppe überzeugen. Was bei mir haften geblieben ist, waren die Worte, mein Wunsch war es, mich selbstständig zu machen. Und wenn man sieht, was aus einem Wunsch werden kann nach 50 Jahren, denke ich, das ist sogar mehr als beeindruckend. Eine hessisch-thüringische Erfolgsgeschichte, die Firma BIGAT Bau. Heute im Jahr weit über eine halbe Milliarde Bauvolumen, über 2.500 Beschäftigte. Eine Erfolgsgeschichte für Hessen und Thüringen. Eine Erfolgsgeschichte auch des deutsch-deutschen Zusammenwachsens. Als Peter BIGAT vor 50 Jahren mit 45 Mitarbeitern in Kirchheim das Unternehmen gründete, da konnte man nicht ahnen, was daraus einmal werden würde. Von Flughafen bis Autobahnen und Tunnel, überall ist BIGAT Bau dabei. Und das ist eine großartige Leistung, die Sie alle gemeinsam erbracht haben. Haben wir denn richtig viel Spaß gehabt bei welchem Event? Also ich kann jetzt mal kurz von mir sprechen. Also ich hatte richtig Spaß bei dem Videodreh zu den Glücksbotschaftern. Weil wir waren ja in der neuen Werkstatthalle, richtig schön renoviert. Und ich konnte jetzt endlich mal eine Anmoderation machen, wie bei Wetten, das oben von der Treppe runter. Also das muss ich sagen, das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich glaube, die Leute, die dabei waren, die haben das auch gemerkt. Ich habe es, glaube ich,
4 oder 5 Mal gedreht, weil es so schön war. Unser Bickhardt Breu war ja mit eins deiner Kinder hervorragend. Und ich glaube, das sollten wir auch versuchen, ein bisschen noch beizubehalten. Was hältst du davon? Also da habe ich nichts dagegen. Da sprichst du mir direkt aus der Seele raus. Wir müssen bloß an der Logistik noch ein bisschen arbeiten, aber ich glaube, das kriegen wir definitiv hin. Nachdem ja nun die geplante 50-Jahr-Feier in diesem Jahr coronabedingt ins Wasser gefallen ist, hoffe ich, dass die nachgeholte Feier umso zünftiger wird.